Die Börsenweisheit, wer streut, rutscht nicht aus, ist aktueller denn je. Angesichts der politischen Lage in Europa und angesichts der stürmischen Entwicklungen an den Finanzmärkten ist es ein Muss, sein Vermögen breit zu streuen. Doch wie kann man als Privatanleger nach diesem Motto sein Geld investieren? Das wollen wir besprechen mit Thomas Metzger. Er ist Head of Asset Management beim Bankhaus Bauer und Fondsmanager des BB Premium Select. Herzlichen Dank hier für den Besuch in Frankfurt, Herr Metzger. Ja, zunächst mal ganz grundsätzlich, warum ist es denn so wichtig, sein Erspartes breit zu streuen? Naja, auch hier gilt wirklich das Sprichwort, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Das hat ganz einfach damit zu tun, die Risiken zu verteilen. Das heißt, wenn ich im Grunde mein Vermögen ausschließlich in eine Anlagekategorie investiere, dann setze ich eben alles auf eine Karte, im wahrsten Sinne des Wortes, und muss dann damit leben, wie diese Karte läuft, wenn man so will. Ganz anders, wenn ich mein Vermögen auf viele Anlageklassen aufteile, diversifiziere, sagt man dazu, dann habe ich eben auch mein Risiko gestreut. Und wenn eine oder mehrere Anlagekategorien nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich im Gesamtportfolio-Kontext weniger ein Problem, wie wenn ich eben alles auf eine Karte setze. Hinzu kommt eben auch, dass in der Regel, beziehungsweise in der Vergangenheit war es so zu beobachten, Anlagekategorien unterschiedlich laufen. Das heißt, man sagt dazu im Fachjargon, negativ korreliert sind. Das heißt, Verluste in einer Anlagekategorie können im optimalen Fall durch eine andere Anlagekategorie, die gut läuft, die sich positiv entwickelt, zumindest abgeschwächt, wenn nicht gleich ausgeglichen werden. Das Ganze ist sogar wissenschaftlich begründet, hat ein Fundament. Harry Markowitz hat dafür gar den Nobelpreis bekommen im Jahre 1990 für seine Portfoliotheorie. Aber mal Hand aufs Herz, das war 1990. Gilt das heute auch noch genauso, auch wie Sie es geschildert haben? Denn ich habe den Eindruck, gerade in den letzten Jahren gab es Tage, da ist alles gleichzeitig gestiegen oder auch gleichzeitig gefallen. Absolut richtig. Ich würde sagen, die mathematischen Grundlagen dieser Theorie, die sind nach wie vor gültig. Das Problem liegt eher darin, dass wir in den letzten Jahren, insbesondere seit der Finanzkrise 2008, 2009, eben beobachten konnten, dass viele Anlagekategorien parallel zueinander gelaufen sind. Und da habe ich dann natürlich im Portfolio das Problem, wenn alles gleich läuft, dann ist mein Diversifikationseffekt sehr gering oder im Extremfall gar nicht mehr vorhanden. Dann muss ich eben mir weitere Gedanken machen, die über diesen reinen, über diese reine Streuung, über Anlagekategorien, über Assetklassen hinausgeht, um ein stabiles Portfolio aufzubauen. Da haben Sie sich natürlich ein paar Gedanken gemacht, auch mit Blick auf Ihren Fonds. Assetklassen reichen also nicht aus für die Diversifikation. Sie gehen einen Schritt weiter und sagen, man muss auch in Strategien investiert sein und diversifiziert sein. Wie sieht das im Einzelnen aus? Richtig, wir versuchen hier eine Lösung zu finden, die so aussieht, dass wir nicht nur über Anlagekategorien, über Assetklassen streuen, sondern eben auch über Strategien. Das heißt, wir versuchen eine zweite Diversifikationsebene ins Portfolio zu ziehen, um somit mehr Stabilität zu erreichen. Wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir zum Beispiel einmal den Aktienteil. Dann sind wir hier in der Lage, nicht nur einfach Aktien zu kaufen oder Aktienfonds zu kaufen, also im Grunde davon abhängig zu sein, dass der Aktienmarkt steigt, sondern wir können auch Strategien einsetzen, die davon profitieren, dass der Aktienmarkt seitwärts läuft oder sogar fällt. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel im Rahmen der Anlagekategorie Aktien schon 3, 4 unterschiedliche Strategien, die mir einen Diversifikationseffekt ermöglichen. Beim Blick in Ihr Portfolio ist aufgefallen, dass Aktien nach wie vor eine sehr wichtige Rolle für Sie spielen. Was ist denn so wichtig? Was macht die Aktie so spannend, auch mit Blick auf das kommende Börsenjahr? Uns gefallen Aktien insbesondere aus einem Bewertungsgesichtspunkt. Das heißt, wenn man sich die Gewinne der Unternehmen in Relation zu den Aktienkursen anschaut, dann kann man festhalten, dass im historischen Vergleich Aktien sehr interessant bewertet sind, also nicht teuer bewertet sind. Man kann relativ günstig kaufen, zumindest viele Indizes. Viele Unternehmen, insbesondere in Deutschland, im DAX-Bereich zum Beispiel, uns gefallen die Dividenden, die es zu verdienen gibt. Hier liegen wir zum Beispiel im DAX nach wie vor bei über 3% Dividendenrendite im Jahr. Das ist deutlich mehr, als es zum Beispiel im Anleihebereich zu verdienen gibt. Und das heißt auch für uns, dass die Anlagekategorie an sich sehr attraktiv ist im Vergleich zu anderen Assetklassen, also im Vergleich zu Renten zum Beispiel. Das heißt, viele Anleger werden meines Erachtens um den Aktienmarkt gar nicht herumkommen können, um eine auskömmliche Rendite zu verdienen. Und das sollte die Kurse nach wie vor stützen, meines Erachtens.
angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen und gar Negativzinsen, wie wir sie ja gesehen haben, Herr Metzger, werden die Anleihen bei Multi-Asset-Lösungen zunehmend kritisch gesehen. Denn diese kritischen Stimmen sagen, naja, da brauche ich doch eigentlich gar keine Anleihen mehr, kann ich doch gleich in Cash halten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn die Zinsen, wie jüngst auch geschehen, leicht wieder ansteigen. Was entgegnen Sie diesen Stimmen? Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Der Rentenbereich ist sicher in der Tat eine Herausforderung im Moment vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen. Welche Lösungen können wir hier im Portfolio einsetzen? Welche Alternativen können wir fahren? Nun, wir können im Grunde die Assetklasse etwas ersetzen durch andere Anlagekategorien, also den niedrigen Zinsniveau ausweichen, indem wir zum Beispiel in Aktien investieren, eben insbesondere, aber auch in Rohstoffe oder in andere Strategien. Also im Grunde den Rentenbereich relativ klein halten im Portfolio. Wir können im Rentenbereich das Segment wählen. Also wir müssen nicht unbedingt in die niedrig verzinslichen oder gar negativ verzinslichen Staatsanleihen investieren. Wir können Unternehmensanleihen einsetzen. Und zu guter Letzt können wir auch absolute Return-Strategien einsetzen im Rentenbereich. Das heißt im Grunde andere Manager einsetzen, die sich spezialisiert haben, eine absolute Rendite unabhängig vom Zinsniveau im Rentenbereich zu erwirtschaften. Blick nach vorn auf das Jahr 2017, Herr Metzger. Es ist ein Jahr mit vielen politischen Richtungsentscheidungen, Präsidentschaftswahlen in Frankreich beispielsweise, Wahlen in den Niederlanden und natürlich in Deutschland die Bundestagswahl. Frage an Sie, werden diese politischen Entwicklungen etwaig auch Einfluss auf Ihre Handlungsentscheidungen nehmen oder drücken Sie das eher weg zur Seite, diese Thematik? Sicher werden wir uns diese politischen Entwicklungen sehr genau anschauen. Man hat ja doch dieses Jahr insbesondere gesehen, dass zum Beispiel eine Wahl die Börse unheimlich durcheinanderwirbeln kann, wie das eben bei den Präsidentschaftswahlen in den USA der Fall war. Also politische Themen werden wir uns sehr genau anschauen, gegebenenfalls reagieren. Ich bin allerdings der Meinung, man sollte sich nicht so stark durch politische Dinge beeinflussen lassen. Was wir auch beobachten konnten dieses Jahr ist, dass die Börsen nach diesen Wahlen, nach Entscheidungen wieder relativ schnell zur Tagesordnung übergehen und einfach die Bewertung zum Beispiel des Marktes im Vordergrund steht. Also hier rate ich auch den Anlegern, sich nicht so stark zu verunsichern, sich nicht so stark beirren lassen, eher langfristig denken, eher die langfristigen Themen im Vordergrund zu halten, nicht so stark auf das Tagesgeschehen Rücksicht nehmen. Das erfordert sicherlich einiges an Nerven, einiges an Durchhaltevermögen, wird aber, wir haben es dieses Jahr gesehen, dann in der Regel, macht sich in der Regel bezahlt. Herr Metzger, Ihr Fazit also nach diesem Gespräch, für welchen Anlegertypus ist denn dieser Fonds interessant? Interessant ist der Fonds sicher für einen Anleger, der langfristig denkt, der Vermögen aufbauen will, der ein Vehikel sucht, das einen vermögensverwaltenden Charakter hat, der aber sicher auch mit Rückschlägen umgehen kann, der mit Volatilität umgehen kann, denn es handelt sich nicht um eine extrem sichere Form der Geldanlage, um ein extrem sicheres Portfolio. Man muss einfach auch gewisse Risiken eingehen, um eine auskömmliche Rendite zu erzielen. Also hier kann es dann durchaus auch zu Schwankungen und zu Volatilität kommen und auch zu temporären Rückschlägen zumindest. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dieser Idee der Diversifizierung von Strategien. Thomas Metzger war das, Head of Asset Management beim Bankhaus Bauer. Ganz herzlichen Dank hier für den Besuch auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Vielen Dank.